Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Herz und Seelenweg. Mein Name ist Corinne Koch und es freut mich, dass du heute wieder da bist. Heute ein bisschen mit einem brisanten Thema. Und zwar geht es um das Thema Monogamie oder offene Beziehung, Polyamorie, all diese Beziehungsformen. Ich möchte vorweg nehmen, dass es ein schwieriges Thema ist und dass ich glaube, dass das jeder für sich selber muss beantworten muss. Das heisst, ich möchte euch damit sagen, dass meine Ansicht, meine Meinung, meine innere Wahrheit zu diesem Thema nicht eine allgemeingültige Wahrheit ist und dass es für euch komplett anders kann sein kann. Und ja, dass da jeder seine Antwort dazu muss finden, weil ich finde, zu diesem Thema soll es keine Norm geben, kein richtig, kein falsch, wir sind ja sowieso schon so geprägt von unserer Gesellschaft, wo da schon sehr fest vorgeht, wie wir Beziehung zu leben haben. Und das will ich nicht mit meiner Meinung, will ich nicht auch ein Pool sein, der sagt, so müssen wir es machen. Genau. Wenn ich mich mit dem Thema Monogamie, offene Beziehung, Polyamorie, all dem auseinandersetze, dann kommen für mich folgende Fragen, folgende Themen auf. Das Erste, was ich mit euch teilen möchte, ist so, was ist denn Liebe? Und falls du dich auch auf dem Weg befindest, wo du dich fragst, was ist für mich die richtige Beziehungsform, dann frag dich vielleicht doch auch mal die folgenden Fragen, die ich jetzt probiere, aus meiner Sicht für mich, für euch zu beantworten. Und zwar, eben die erste Frage wäre, was ist denn Liebe für mich? Für mich ist Liebe, ich liebe den anderen und ich, wenn ich den anderen liebe, dann versuche ich ihn in seiner Entwicklung zu unterstützen. Auch wenn das vielleicht nicht meine Entwicklung ist oder nicht mein Weg ist, der Weg, den der andere geht, tue ich ihn trotzdem dort unterstützen, weil ich spüre und sehe und weiss, dass es wichtig ist für sein Leben, für seine Entwicklung und dass er diesen Weg gehen kann, ist wichtig für seine Entwicklung. Und darum probiere ich, die möglichst so zu unterstützen, wie es mir möglich ist. Und ich glaube, das gilt für alle Beziehungen, die wir haben, für Liebesbeziehungen mit einem Partner, ob man jetzt in einer offenen oder offenen Beziehung lebt oder in einer monogamen, für Beziehung zum, wenn man Kind hat, oder auch Beziehung zu Mitarbeitern, Beziehung zu, wenn man vielleicht Klienten hat, je nachdem, in welchem Beruf das man ist, ja, und auch Beziehung zu deinen Freunden, zu deiner Familie und all denen, dürfte das, glaube ich, so ein Grundsatz sein. Ich unterstütze den anderen in seiner Entwicklung. Und das Nächste, was dazukommt, ist, ich akzeptiere den anderen so, wie er ist. Und ich glaube, das dürfen wir machen, egal, unabhängig von dem, ob wir jemanden lieben oder nicht. Das wäre eigentlich, glaube ich, das Grundmenschenrecht, dass wir den anderen so akzeptieren, wie er ist. Auch wenn wir es vielleicht, wenn es nicht mit unserer Moral zusammenpasst, akzeptiere den anderen, wie er ist. Und wenn man das kann, ist es Liebe. Sei es zum Partner oder zu wem auch immer. Liebe ist ein grosser Begriff, ich weiss. und das andere, was für mich mit Liebe zusammenhängt, ist, wenn ich mich freue, wenn es dem anderen gut geht. Und das ist nicht ganz einfach. Das würde ich jetzt mal behaupten, weil stell dir vor, dein Partner, deine Partnerin ist mit jemandem unterwegs, wo du nicht so gerne hast, wo du vielleicht sogar ein bisschen eifersüchtig bist und sie haben es mega gut miteinander und du sitzt allein daheim. Kannst du dich freuen, wenn es der andere mega gut hat und ihm gut geht? Oder geht es dir dann schlecht? Und eigentlich, wenn du komplett in Liebe wärst mit deinem Partner und eben im Reinen mit dir selber, dann könntest du dich für den Partner freuen. Und ich glaube, das ist
auch gerade für, wenn man möchte probieren, in einer offenen Beziehung zu leben, etwas vom Fundamentalsten, dass man um andere gönnt, wenn es ihm gut geht. Genau, so das einmal zum Thema Liebe. Was ich immer wieder beobachte, ist, dass viele Menschen die Idee haben oder so leben, vielleicht so nicht ganz plakativ übersetzen. Vielleicht triggert dich das. Du darfst jetzt einfach das mal auf dich wirken lassen. Ich liebe dich. Dein Körper gehört mir. Und ich liebe dich, solange du den Körper nur mit mir teilst. Genau, das ist einfach mal auf dich wirken lassen. Das ist etwas, was mich viel beschäftigt. Ich bin ein Mensch, der komplett das Bedürfnis hat nach Freiheit. Und ich lebe in einer monogamen Beziehung. Aber das ist immer wieder eine Frage, die für mich aufkommt. Bin ich komplett frei oder gehört mein Körper mein Partner? Ja. Wenn ich das einmal äußere, dann kommt vielfach, ja, aber Intimität austauschen, für das ist doch der Partner da und nicht jemand anders. Und natürlich. Ich glaube, dass der Partner für das da ist und dass es auch wichtig ist in einer Beziehung, dass man Intimität miteinander kann austauschen. Ich glaube aber auch, das sind jetzt alles Hypothesen, weil ich noch nie ausprobiert habe, in einer offenen Beziehung zu leben. Und darum weiss ich nicht, ob das meine absolute Wahrheit ist, aber es ist eine Hypothese von mir. Und ja, ich kann es erst sagen, dass es wirklich so ist, wenn ich es auch so erlebt habe. Darum, wie gesagt, es ist etwas, was ich so in mir hinein spüre. Ob es für dich richtig ist, weiss ich nicht. Ich weiss nicht einmal, ob es für mich richtig ist. Aber, nochmal zum Ansetzen. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren, aber ist egal. Es gibt so viel darüber zu erzählen. Doch wegen der Intimität, genau. Es ist wichtig, dass man mit einem Partner Intimität kann austauschen und im Vertrauen und in der Zweisamkeit das darf erleben. Aber ich glaube, dass es nicht unbedingt ausschliesslich muss sein. Und zwar gibt es verschiedene Gründe, warum ich denke, dass das nicht unbedingt so muss sein. Und zwar ist ja die Frage danach, wenn ich mit jemand anderem zusammen bin, oder nehmen wir an, mein Partner ist mit jemand anderem zusammen, macht eine sexuelle Erfahrung mit einer anderen Frau. Bedeutet das ja nicht, dass ich wegen dem zu wenig gut bin oder dass er mit mir das nicht kann. Mit einer anderen Frau macht er eine andere Erfahrung. Es ist eine andere Frau mit einem anderen Körper, mit einem anderen Charakter, mit anderen Bedürfnissen, mit anderen Themen, Ängsten und so weiter und so fort. Die Frau ist einzigartig, ich bin einzigartig. Und das sind zwei komplett verschiedene Erlebnisse, Erfahrungen, die mein Partner dadurch sammeln würde. Und das heisst nicht, dass jemand weniger gut ist oder jemand besser, jemand schlechter. Es ist einfach anders. Aber solange wir natürlich in dieser Gesellschaft leben oder selber in dem Flow leben, dass wir wer alles wert sind, dann wird es natürlich gefährlich. Dann funktioniert natürlich eine offene Beziehung nicht, wenn ich eigentlich auf der Suche bin nach dem Besten. Was ist am Besten? Aber wenn ich so, wie kann ich jetzt das wertfrei sagen, in meiner Entwicklung oder in dem, wo ich mich damit auseinandersetze, dort bin, wo ich eben nicht umwerte und einfach darf sagen, das ist toll und das ist toll. Keins ist besser, keins ist schlechter. Dann bin ich als Partnerin nicht in Frage gestellt. Und aber dazu braucht es auch, dass ich im Reinen bin mit mir selber. Dass ich meinen Wert kenne und dass ich auch der Selbstliebe bin.
Weil wenn ich meinen Wert kenne, wenn ich weiss, ich bin einzigartig und das, was ich kann geben, genau in dieser Form kann nur ich geben, niemand anders. Und das kann auch nicht ersetzt werden. Es kann einfach eine andere Erfahrung geben. genau, und ich fühle mich nicht. Ich fühle mich nicht abgewertet oder in Frage gestellt, sondern ich weiss, ich bin genau richtig so, wie ich bin. Und ich kann das geben, was ich eben kann geben. Und jemand anders kann etwas anderes geben. Es gibt auch eine Entlastung. Weil ich glaube, unsere Gesellschaft lebt sehr fest, so dass wir das Gefühl haben, wir müssen alles können, wir müssen alles sein, wir müssen für einen Partner alles sein und alles können geben. Aber nein, wir dürfen einfach das geben, was wir geben können. Und es kann eine Entlastung geben, in einer offenen Beziehung zu leben, wenn eben eine andere Person etwas anderes geben kann, was ich vielleicht nicht geben will. Und ich merke, es stimmt eigentlich gar nicht für mich und ich verbeuge mich da und das will ich eigentlich gar nicht geben oder ich kann es nicht geben. Genau, das ist so eine Chance von der von einer offenen Beziehung oder Polyamorie oder ich kenne da nicht alle Formen. Aber wie gesagt, ich glaube, es braucht gewisse Voraussetzungen, dass man das kann leben. Zu diesen Voraussetzungen komme ich nachher noch. Ich möchte nochmal zurückgehen zu dem Besitz. Dein Körper gehört mir und ich liebe dich, solange du deinen Körper nur mit mir teilst. Ich glaube, das Bild ist ganz fest geprägt von unserer Gesellschaft und somit auch von unserer Kirche, von allen Religionen. Ich weiss nicht, ob ihr Female Pleasure gesehen habt. Dort wird es auch ganz stark thematisiert, dass halt eben durch verschiedenste Religionen Frau zum Besitz vom Mann gemacht worden ist. Die Frau unterdrückt wird vom Mann, der Mann über die Frau bestimmt. Und das ist ja ganz, ganz fest auch in unserer meist christlich geprägten Gesellschaft in der Schweiz auch passiert. Und ich glaube, es hat auch dort angefangen, wo wir angefangen haben, sesshaft zu werden, was ja noch nicht allzu lang ist. Aber dort, wo wir sesshaft geworden sind, ist plötzlich der Besitz aufgekommen, der Besitz. Plötzlich hat man Land gehabt, man hat Häuser gebaut. Es ist so, dass es ist mies. Und auch dort, wo der Mensch sesshaft geworden ist, ist eben mit es ist mies, eben auch die Frau zum Besitz vom Mann geworden. Und als Kind ist zum Besitz vom Mann geworden. Es hat Namen gegeben, damit eben der Besitz hat können vererbt werden innerhalb von der Familie. Und das hat es, bevor wir sesshaft wurden, in unserer Menschheitsgeschichte so noch nicht gegeben. Besitz hat es nicht gegeben. Familien waren offen. Es haben Frauen untereinander auf die Kinder geschaut. Aber man hatte keinen festen Partner gehabt und die Frau war kein Besitz vom Mann. Für mich ist das ganz ein wichtiges Thema zum Einbeziehen. Erstens, weil für mich selber, wie ich merke, ich will kein Besitz sein. Vielleicht bin ich da ein bisschen übertrieben Freiheitsmensch und will kein Besitz sein von irgendjemandem. Ich meine, mein Partner ist überhaupt nicht so, dass er mich unterdrückt oder was auch immer. Ich glaube, so in der Schweiz haben wir da wirklich Glück, dass wir weder beschnitten werden, noch irgendwie so offizielle Regeln zum uns klein halten gemacht sind. Aber es ist halt so das Kulturgut, das gleich noch fest in uns inne ist, dass wir halt doch noch irgendwie Besitz sind vom Mann. Auch wenn es unbewusst ist vom Mann. Genau. Und wenn man sich überlegt, es ist noch nicht so lange her, dass die Frau einfach arbeiten ohne den Mann, um Erlaubnis zu fragen. Also ist es auch überhaupt kein Vorwurf am Mann oder unsere Gesellschaft. Ich glaube, alles dauert seine Zeit, aber es gibt auch immer wieder mutige Vorreiter, die eben etwas ganz anders machen. Und ja, vielleicht bist du jemand davon. Wenn das für dich stimmt. Aber ich glaube auch, dass es heutzutage wie beides gibt. Es gibt die Nomaden und es gibt die Sesshaften. Das beobachte ich immer wieder. Es gibt Menschen, für die ist ganz wichtig, ein Zuhause zu haben, ein festes Zuhause, eine Sicherheit, am Abend heimkommen und in seinem Nest, in seinem sicheren Nest sich wohlfühlen und Geborgenheit zu erfahren. Und dann gibt es Menschen, die das
komplett nicht brauche. So ein Mensch bin zum Beispiel ich. Mir wird es langweilig, wenn ich 2, 3, 4 Jahre noch mit wohne, dann wird es mir langweilig und ich muss wieder weiterziehen. Und im Moment bin ich ja gerade sowieso am Reisen und ich habe mich noch nie besser gefühlt als jetzt. Und alle sagen so, ja, aber jetzt hast du ja kein Zuhause. Und ich sage, mal, ich bin dort daheim, wo Mutter Natur daheim ist, wo ich mich wohlfühle. Ich bin in mir daheim. Und ja, ich bin so eine Nomadin. Und ich kann mir vorstellen, dass das korreliert miteinander. Monogame Beziehung, halt eben mit dem Sesshaften, so wie sie auch entstanden ist, wo man sesshaft wurde. Aber dass es eben auch Nomaden gibt und dass die vielleicht dann eher in einer offenen Beziehung leben. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Wäre mal interessant herauszufinden. Schreib mir doch, wie du das siehst. Ob du dich zu den Nomaden zählst, wenn du dich das so fragst, oder eher zu den Sesshaften. Und ob du auch schon mit dem Gedanken gespielt hast, ob Monogamie oder offene Beziehung für dich die Form ist, wo du dich am meisten kannst entfalten kannst. Genau. So, jetzt habe ich auch noch etwas gesagt zu den Grundvoraussetzungen. Gell? Ich glaube, dass eine offene Beziehung einiges anspruchsvoller ist als eine geschlossene, also eine monogame Lebensweise. Aus dem Grund, dass man sich extrem muss seinen Themen stellen. Also das heisst, die Grundvoraussetzung ist, ich bin bereit, hinzuschauen bei meinen Themen. Ich bin bereit, mich meinen Ängsten zu stellen, meinen Bedürfnissen, meinem Schmerz. All dem. Ich habe ganz fest das Gefühl, man muss für das bereit sein, sonst kann man keine offene Beziehung führen. Weil wenn man eine offene Beziehung führt, ist es glaube ich noch mehr so, dass es noch schneller Verletzungen geben kann, man noch schneller ins Mangelbewusstsein kommen, noch schneller sich hinterfragt, in Zweifel kommen, sich einfach minderwertiger fühlt und oder Ängste projiziert in Situationen. Und ja, man muss wirklich bereit sein, zum einen schauen. Ich weiss nicht, ob du meinen Beitrag zum Vipassana geschaut hast. Dort habe ich auch für mich gemerkt, wenn mein Partner mit jemand anderem schlafen würde, kommt die Angst auf, ich könnte meinen Partner verlieren. Und ich habe dann gemerkt, das ist eben, die andere kann besser sein. Aha, das bedeutet, ich könnte zu wenig gut sein. Und ich in dem Moment merke, der Partner zeigt mir mit dieser Handlung, dass er mit jemand anderem schläft, will er nicht mir zeigen. Er denkt nicht, jetzt zeige ich der Corinne mal, dass sie nicht genug gut ist und jetzt schlafe ich mit einer anderen Frau. Never. Die Idee von, ich bin nicht genug gut, die hat mit mir zu tun, mit meiner Kindheitsgeschichte. Und wenn ich so eine Verletzung oder so eine Angst spüre, dann darf ich bei mir hinschauen, woher kommt denn die Angst oder der Glaubenssatz, ich bin nicht genug gut, und dann das in der Kindheit, weißt du, in der Kindheit finden und halt für sich aufzuarbeiten und nicht am anderen irgendwelche Schuld abschieben und den anderen als Täter und miserable Person hinstellen und weiss nicht was, in diesen Ego-Funktionen sein und eben halt den anderen abmachen oder als schlecht darstellen, damit man selber wieder sein Ego aufbauen kann und wieder zu selbst, vermeintlichem Selbstvertrauen kommt. Genau, das heisst, man darf, wenn man in eine Verletzung kommt, in eine Angst kommt, gut hinschauen, mit was hat das wirklich zu tun und nicht am anderen abschieben. Und für das muss man parat sein. Und ich bin zum Beispiel jemand, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich bin jemand, wo ich muss das langsam akzeptieren, meine Seele, mein innere Wesen, will möglichst viel können, anschauen, möglichst viel wachsen, mich an allen möglichen Stellen, die es überhaupt gibt. Manchmal denke ich, ja, Corinne, ja, hättest du auch einfacher können auswählen können. Und darum spüre ich für mich, ich würde mich gerne dem Stellen haben, um auch wieder zu wachsen. Eine weitere Voraussetzung ist, dass man eben kommuniziert, dass man kommunizieren kann.
dass man sich bewusst ist über seine Gefühle, über seine Verletzungen, über seine Ängste, über seine Bedürfnisse und dass man das kommuniziert. Entweder mit einem festen Partner oder wenn man vielleicht in einer Polyamorie lebt, also mit vielleicht zwei Partnern miteinander, dass man dann halt das Dritte all das anspricht, dass man sich offenbart mit all seinen Ängsten, Bedürfnissen, Schmerz und sich halt wirklich zeigt, wie man ist. Und ich glaube, das ist so etwas, wo das Schwierigste ist für jeden Mensch von uns. Und egal, ob man in einer offenen oder geschlossenen Beziehung oder was auch immer lebt, das ist so die Grundherausforderung. Und ich glaube, wenn man zum Beispiel in einer Dreierbeziehung lebt, dann kommt man nicht mehr drum herum. Und man muss sich, darf sich so zeigen, wie man ist, weil sonst funktioniert es nicht. Und dazu muss man auch bereit sein, sich zu zeigen, wie man ist. Und ja, auch können zu kommunizieren, was einem vorgeht. Und das zusammen anzuschauen und im Vertrauen zu den anderen sein und sich gegenseitig helfen zu wachsen und Verständnis haben für den anderen und zu akzeptieren, dass es manchmal halt nicht so einfach ist. Ich glaube, es ist auch schon in einer Beziehung schwieriger. Wenn ich allein bin, dann kann ich das machen, was ich will, dann muss ich auf niemanden Rücksicht nehmen, muss keine Kompromisse gehen, muss nicht formulieren, was meine Ängste und alles sind. Wenn ich in einer Beziehung bin, dann habe ich einen Spiegel und ich muss irgendwie, es gibt Reibung und man muss miteinander zurechtkommen und man darf immer wieder erkennen, dass vielleicht auch gewisse Themen bei einem selber sind und nicht immer nur der andere schuld ist. Das ist schon mal schwieriger und ich glaube, noch schwieriger wird es eben, wenn man in einer offenen Beziehung lebt, wenn man in einer Polyamorie lebt. Genau, und für das muss man bereit sein. Für das muss ich bereit sein, das für mich wollen, dass ich mich dem stelle. Und das könnte schwieriger werden als in einer geschlossenen Beziehung. Was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass man sich ganz gut hinterfragt, warum möchte ich eine offene Beziehung? Mache ich es aus einem Mangel, weil ich mehr Bestätigung will? Oder weil ich finde, mein Partner ist zu wenig für mich da? Oder weil ich halt irgendwie noch mehr Bestätigung erfahren will, dass ich attraktiv bin, dass ich das und dieses bin? Weil ich glaube, wenn man es aus diesem Grund macht, wird es schwierig. Ich glaube, man kann erst eine offene Beziehung oder eine Polyamorie leben, wenn man mehr oder weniger mit sich im Reinen ist, wenn man in der Selbstliebe ist. Und wenn man eigentlich merkt, ich brauche den anderen nicht, damit es mir gut geht. Ich kann mir alles selber geben. Ich kann mir genug Selbstliebe geben. Ich tue mich genug selbst wertschätzen. Dann kann ich in eine offene Beziehung oder in eine Polyamorie gehen. Weil wenn ich immer die Bestätigung aussuche, dann habe ich nie genug und dann benutze ich eigentlich den anderen dazu. Ich nutze den anderen aus, um mich zu bestätigen. Und das kann auch Verletzungen geben. Und ich glaube, das ist egal, ob man... ich glaube, es ist auch so in einer... eine geschlossene Beziehung, Monogamie, auch dort passiert es ganz oft, dass, wenn man ganz ehrlich ist, dass man eine Partnerschaft führt, um eben bestätigt zu werden. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil ich glaube, wenn man 100 Mal am Tag hört, du bist wunderschön, und man selber nicht so glaubt und sieht, dann nützt all die 100 Mal nichts. genau, das ist so der nächste Aspekt, wo ich glaube, dass man ganz fest ehrlich muss sein mit sich. Und ich glaube, es gibt keinen Mensch, oder die wenigsten Menschen sind so im Reinen mit sich und können sich, sind so in einem guten Selbstvertrauen, dass sie das zu 100% immer so können. Könnte ich auch nicht. Aber ich glaube, wenn man sich das bewusst ist, und dann in einem Konflikt ist, dass man merkt, okay, dass man ganz ehrlich ist zu mir, zu sich selber und merkt, okay, das hat jetzt wieder mit dem zu tun, ich muss jetzt da ehrlich sein, ich muss nicht den anderen anprangern, dass er irgendetwas falsch gemacht hat, sondern ich muss bei mir hinschauen und ja, sehen, was
was braucht es? Und was kann ich machen, dass das Mangelbewusstsein oder der Schmerz, eben, dass ich den kann bearbeiten kann und es nicht dem anderen abschieben. Und was so etwas Ähnliches geht, ist halt eben auch, ja, es ist eigentlich, es geht ums Gleiche, eben ums Ego. Dass man nicht im Ego handelt, nicht ich möchte jetzt möglichst viele Frauen sammeln oder was auch immer. Oder ich werde dem anderen irgendetwas auswischen oder das zeigen oder dieses, sondern ich glaube, es braucht einen extrem hohen Grad an Bewusstsein und Ehrlichkeit zu sich selber. Genau. Ja. Ich merke für mich, dass es eine Chance ist, sich weiterzuentwickeln. Aber dass es nicht ganz einfach ist, das in unserer Gesellschaft zu leben, weil sie wirklich fest geprägt ist von Glaubenssätzen, von der Kirche, von unserem Besitzdenken, von unserem Sesshaftsein. Und ich glaube auch, eben, dass es keine Antwort gibt, die für alle allgemeingültig ist. Ich glaube, das muss jeder selber wirklich ehrlich spüren, was ist für mich die richtige Form. Was stimmt für mich, was ist gut für mich. Und eben sich fragt, warum will ich das? Will ich das, um mein Selbstvertrauen aufbessern, um quasi Bestätigung zu bekommen? Oder ist es wirklich für mich eine Chance, eine neue Beziehungsform zu leben, um mich weiterzuentwickeln, um meine Themen noch mehr hinzuschauen, um Verantwortung zu übernehmen? Und ja. Das ist so möglichst kurz gefasst so meine Meinung zu offener Beziehung, Monogamie, Polyamorie. Ich bin gespannt, wo mich da mein Weg noch hinführt. Ich bin gespannt, wie ihr das so seht, wie ihr das lebt. Vielleicht hat ja der ein oder andere schon Erfahrung gemacht mit offener Beziehung, Polyamorie. Dann würde es mich sehr fest wundern, was du für eine Erfahrung gemacht hast und ob du noch andere Inputs dazu hast, was die Voraussetzungen sind für eine gelingende, offene Beziehung. Oder ob du gemerkt hast, nein, es ist doch nicht so meins und was das gelegen hat. Ja, ich bin gespannt auf eure Inputs, weil ich glaube, wir sind zusammen unterwegs auf dieser Welt. Wir sind das Wesen, das Tierwesen. Wo kann durch Erfahrungen von anderen lernen? Darum finde ich es immer mega schön, wenn ich von anderen Erfahrungen höre und auch andere Erfahrungen kann teilen mit den Leuten, die da zuhören und zuschauen. Und darum finde ich es auch toll, meine Erfahrungen zu teilen. Und wenn du daraus etwas kannst mitnehmen für dich, dann ist es wunderschön. Sagst, weil du sagst, stimmt, so geht es mir auch. Oder sagst, nein, jetzt ist mir bewusst, mir geht es ganz anders. Oder das finde ich völlig daneben. Oder aha, ja, das könnte man sich wirklich mal überlegen. Was auch immer. Auch wenn man nicht gleicher Meinung ist. Ich glaube, man kann immer etwas davon lernen. Und ich glaube, jeder Mensch, der mir begegnet, sagst, persönlich oder eben online, jeder Mensch hat Message und Botschaft für uns und hilft uns, wieder weiterzukommen in unserem Leben. Ja, ich freue mich, dass du bis jetzt zugelassen hast und bin gespannt auf deine Inputs, deine Erfahrungen, deine Fragen. Vielleicht hast du auch noch andere Fragen, dann darfst du sie gerne stellen. Danke, dass du da bist und in Liebe zu deinem Wesen und Namaste.